wir sind hier mit Graf Stefan von Neidberg, Chateau Enira, wunderbares Weingut. Erstmal herzlichen Dank natürlich für die Einladung. Also es ist ein Wahnsinn eigentlich hier. Wie kommt man zu Bulgarien eigentlich als gebürtiger Württemberger Schwabe? Ist ja noch ein langer Weg nach Bulgarien eigentlich. Ja, das kann man allerdings sagen. Ja. Das ist ein langer Weg. Aber muss man da sehen, dass wir in der Familie waren immer sehr ostgepeilt. Das heißt, meine drei Urgroßmütter, Großmutter, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter kamen immer aus Tschechien. Und meine Mutter sprach immer davon, dass sie am Tisch bulgarischen Wein getrunken haben. Deswegen war bei mir im Hinterkopf war immer gewesen, bulgarischer Wein ist Qualität, kann Qualität sein. Und dann muss man sich vorstellen, dass als der Ostaufbruch kam, die Öffnung des Ostens, war ich kapitalistisch extrem verstrickt in Frankreich, sodass ich nicht investieren konnte im Osten. Und dass das hier die Privatisierung später war, die war 98 erst, konnte ich dann hier einsteigen mit einem Freund Karl Hauptmann, und um dieses Weingut eben zu gründen. Auf einem ganz, ganz alten Weinbauboden. Hier wurde Wein gemacht vor 4000 Jahren. Und nicht nur jetzt hier herum, sondern auch wenn Sie jetzt hier rüberschauen, so auf diese anfänglichen Hügel, da sehen Sie, unten ist die Landwirtschaft, das war früher auch so. Und dann drüber war eben der Weinbau. Und Sie können eben nicht sehr hoch gehen, der Gürtel ist also relativ schmal, weil drüber haben Sie einen richtigen Kalkstein und da wächst überhaupt nichts mehr. Also aber in dieser Komponente von diesen 100, 150, 200 Metern spiegelt sich der Wein an diesen kleinen Hügeln entlang. Und das war eben eine, und das wurde eben mir eben angetragen, hier mitzumachen. Und da haben wir natürlich unser Know-how auch eingebracht. Und macht eigentlich auf der anderen Seite einen riesen Spaß auch, weil ich meine, ich will nicht sagen, dass ich Bordeaux gesehen habe, aber da haben wir schon ziemlich die Kurve gemacht dort. Und hier war das wieder was für mich, was total Neues, sich in Frage stellen, anderes Klima, andere Böden, andere Menschen, andere Geschichte. Und vielleicht natürlich auch irgendwo sagen, okay, in der Geschichte wurde so viel zerstört, wenn man etwas von dem, was einem gegeben wurde, hier auch weitergeben kann, ist das vielleicht auch eine schöne Sache. Also es ist nicht nur eine Investition, sondern es ist wirklich, wirklich viel Seele und viel Psychologisches eigentlich dahinter, viel, ja, eigentlich das Innere, was man halt eben mit der Seele halt eben verbindet, ja, oder? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich würde mal sagen, dass eine solche Investition ist erstens mal eine Investition auf eine Langzeit. Also jeder Weinbaubetrieb, wenn man meint, dass man innerhalb von kurzer Zeit reich wird, da hat man sich einfach getäuscht. Reich zu werden im Weinbau ist eh schwierig. Aber sagen wir mal, wenn man davon gut leben kann, ist es auch schon was wert. Aber das sind immer Langzeitinvestitionen. Weil eben der Weinbau, eben muss man erstmal das Alter der Stöcke haben, um Qualität zu produzieren. Man muss den Namen bekannt machen. Und das braucht alles seine Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und bis ein Wein mal richtig im Markt bekannt ist, also in Bordeaux sagen wir immer zwischen 10 und 15 Jahren, dass es anfängt, interessant zu werden. Hier geht es vielleicht etwas schneller, oder ging das etwas schneller, weil wir haben hier keine Riesenkonkurrenz. Mhm. Es gibt ja nicht so viele neue Weingüter. Und darum haben wir es etwas leichter gehabt. Es wird relativ schnell mit hinter den ganz besonderen Weingütern. Okay. Und natürlich kommt eine Sache dazu, Sie haben jetzt hier drüben haben Sie dann ein Städtchen, ich würde sagen ein gutes Dörfchen. Und auf der anderen Seite hier drüben, da sieht man so ein paar Häuser, auch noch ein Dörfchen. Wir haben praktisch in mancher Zeit stellen wir praktisch 40-50% der Leute hier im Weingut an. Also es hat also einen sozialen Effekt auf jeden Fall auch mal. Und natürlich auch die eigentliche Pflanze, die hier war, neben der Landwirtschaft, ist wieder da. Mhm. Und ich meine, der uralte Bürgermeister von Patochik, der, als wir die ersten Pflanzen gepflanzt haben, war der da und hat geweint. Weil er noch kannte, weil er wusste, wie das war, als es früher bepflanzt war. Sah natürlich anders aus, weil das muss man sich vorstellen, das war ja lauter kleine Familien, das waren dann 1A, 2A, 3A, 4A. Und das wurde dann verstaatlicht alles und dann haben die das nicht auf die Reihe gebracht, weil solche kleine Weinpflanzungen waren natürlich für die gar nicht bearbeitungsfähig. Und dann durch den Kommunismus, also sagen wir mal, durch Gorbatschow eigentlich, der 82, 93 einen Importstopp nach Russland verhängt hatte für Alkohol und für Wein,
ist der ganze qualitative Weinbau im Bulgarien zerstört worden, weil natürlich die Produktion kleiner war. Mhm. Und nur noch bestanden hat, sind die die Güter, die im Flachland liegen oder die da auch wieder neu gepflanzt wurden. Und da sind einfach riesige Mengen wurden da produziert und qualitativ, also das, was man eben von Bulgarien eben gehört hat, das, was wir von Bulgarien kennen. Deswegen ist es ja auch eine richtige Aufgabe, den Namen mal zu ändern. Schauen Sie mal an, als ich junger Mensch war, sprach man für Italien, sprach man immer von sehr mittelmäßigen Weinen. Und was ist heute daraus geworden? Tolle Weine eigentlich, diese Villa. Und ich glaube, das Gleiche ist hier, wir haben das Terroir und alles. Und es war eben eine Zeit gewesen hier, da ging es eben ganz schlecht. Und diese kommunistische Zeit war eben nicht für die Elaborierung von Spitzwein gedacht. Und vor allem natürlich durch den Stopp nach Russland rüber. Und somit muss man natürlich mit vielen neuen anfangen. Ich meine, es ging so weit, dass die Leute hier wussten nicht mal mehr, wie man einen Betontank baut. Wirklich? Sie wussten zwar, dass der vier Wände hat und so, aber dass der dicht sein muss und wie ich den dicht bekomme, wussten sie nicht mehr. Also sprich, musste von mir, also von Bordeaux, Leute einfliegen, die das dann ihnen gezeigt haben. Mhm. Also schon sehr eine eigene Sache. Aber auch für mich ist das extrem spannend. Herausforderung, oder? Ja. Eigentlich auch. Nein, also. Ich meine, wenn Sie das erzählen, was auch hier entstanden ist, ist es schon so ein kleines Eck vom Paradies hier in Bulgarien. Ja. Weiter Weg eigentlich von Württemberg bis nach Bulgarien, aber ist ein Wahnsinn. Also ich bedanke mich recht herzlich nochmal für die Einladung. Tolle Weine, die wir verkostet haben und ich kann nur weiter verkaufen natürlich schön und hoffen, dass es so weitere Folgen eigentlich und es ist halt eben tolles Wein in Bulgarien, das ich zum ersten Mal sehen durfte. Also nochmal herzlichen danke. Das freut uns vor allem, dass Sie gekommen sind, wissen Sie, weil es ist nicht immer so leicht für viele Leute den Weg zu schaffen nach Bulgarien, vor allem diese psychische Grenze, dass man einfach sagt, nein, Bulgarien kann kein Wein sein. Das braucht man nicht oder sonst irgendwie. Dass man das mal geschafft hat, weil wenn man dann mal sieht, wie wir arbeiten, was wir tun, dann ist das einfach auch, hat es einen europäischen Qualitätswert und die Weine, die draußen stehen, sind hochinteressant. Und das kann ich also mit meinem Hintergrund sicher sagen, wir machen hier keine Bordeaux-Weine, sind anders, aber sie sind eben anders gut. Genau. Das soll auch so bleiben.